Sachen auf YouTube hochladen, auf meinen Kanal hier, auf Prime offiziell. Sehr viel Liebe raus an Laiko, die unterstützt mich da perfekt. Und ist auch hier die Moderation auf jeden Fall, ne? So, und dann habe ich auch gesehen, Chefkoch hat nämlich auch eine Top-Tier-Takeover-Premiere gehabt. Wenn ihr Chefkoch noch nicht kennt, Chefkoch ist von der Chaos-Loge. Der hat damals mit Ben Salomo, mit Azek und Damon Davis, soweit ich weiß, haben die eine Crew gehabt, die hieß halt Chaos-Loge. Und da haben die halt richtig viel Mucke gemacht, ne? Da gab es ja auch Stahlfaust Mixtape und keine Ahnung hier, die Loge und sowas. Da gab es auf jeden Fall richtig krasse Dinger. Und ja, der Chefkoch hat jetzt einfach mal solo was gedroppt. Jetzt vor kurzem würde ich auch mal gerne mal abchecken, wenn ihr auch Bock habt. Wollen wir mal rein. Scheißstoff verstopft mein Kopf, Dicker. Okay. Das Unglück, das dich umgibt, verdankst du dir allein. Wer sein Glück mit Füßen tritt, wird drüber fallen. Ja. Kein Stern, der strahlt, nur ein trüber Schein. Trüb, kein Ziel erreicht, nur zu viel geträumt. Zu viel. So viel für euch, tief enttäuscht. Und jeder Blick in den Spiegel zieht dich tiefer rein. Die kleine, feine, weiße Linie zwischen fühl dich frei. Und ihr Verfallen ist ziemlich schleichend ziemlich. Und leicht zu überschreiten. Verführt, verleitet und auf einmal zu viel für ein. Ja. Und aus der kleinen Spielerei, dem intensiven High, auf das Gefühl zu fliegen, folgt ein tiefer Fall. Euphorie vorbei, Ego wieder klein. Und die ungeliebte Scheißrealität holt dich wieder ein. Therapie bereit, überlein. Der Scheißstoff verstopft dein Kopf, Dicker. Der Scheißstoff verstopft dein Kopf. Fieberschweiß, der Scheißstoff verstopft dein Kopf, Dicker. Der Scheißstoff verstopft dein Kopf. Überleins, der Scheißstoff verstopft dein Kopf, Dicker. Der Scheißstoff verstopft dein Kopf. Fieberschweiß, der Scheißstoff verstopft dein Kopf, Dicker. Jo, also ich finde jetzt die Hook nicht so geil, ne, die hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Der Beat ist cool, ist schön oldschool, ne, und schönes, schöne Atmosphäre auch vom Beat her und finde jetzt halt von der Mische her, ja, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. War jetzt halt ein bisschen die Backings, also die Betonung war ein bisschen lauter als wie es eigentlich sein sollte. Ich denke mal, wenn man es ein bisschen mehr in den Hintergrund gemacht hätte, wäre es auf jeden Fall noch viel nicer gewesen. So war das ein bisschen mit zu sehr im Vordergrund. Vielleicht war es ja auch so gewollt, aber mein Empfinden, so war es auf jeden Fall ein bisschen too much. Ich fand jetzt auch die Stimmlage jetzt in der Hook fand ich nicht so angenehm. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Aber ansonsten, so wie er gerappt hat, da war auch eine geile Zeile noch mit bei, die habe ich auch irgendwas mit der Line irgendwie, weiß nicht mehr genau, wie die Line hieß, verdammte Axt. Das ist immer die Sache, deswegen stoppe ich auch meistens immer genau dann, damit ich sofort weiß, wie und die Line nochmal wiedergeben kann. So the brain bin ich nicht. Aber da waren auf jeden Fall schon mal coole Zeilen mit drinne. Ist auch nur ein ganz kurzes Ding, geht auch nur 1,29. Schade eigentlich. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt vielleicht noch ein zweiter Part, aber ja, aber kann man auch machen. Ist halt sowas für zwischendurch, würde ich sagen. Aber es hat mich jetzt nicht komplett gecatcht. So, hat mich jetzt nicht komplett gecatcht. Therapie bereit, überlein. Der Scheißstoff verstopft dein Kopf, Dicker. Der Scheißstoff verstopft dein Kopf. Fieberschweiß, der Scheißstoff verstopft dein Kopf, Dicker. Gewöhnungsbedürftig, denke ich mal, auch die Hook. Ist jetzt nicht so ganz mein Fall gewesen, aber hey, es gibt Liebe. Ihr wisst Bescheid. Und dann kommt mir nicht mit, ich hab kein Twitter. Ich hab hier kein Twitch, ne? Dann macht ihr einen Twitch-Account, so kostenlos, Mensch.